Yo, Leute, ein herzlich willkommen. Endlich mal wieder zum neuen Vlog auf diesem Kanal. Ja, langes her. Ich glaube, YouTube zeigt an 2 Wochen. Ja, was war denn los? Ja, nichts produziert, nichts veröffentlicht. Gut, das habt ihr ja gesehen und wahrscheinlich euch auch gedacht. Ja, der ein oder andere hat mir auch geschrieben, was ist denn los? Ja, und meine Antwort ist immer gleich ausgefallen, aktuell. Irgendwie nicht so Bock, von der Arbeit Vlogs zu bringen. Aber ihr Aber seht wahrscheinlich auch am Hintergrund, wo ich gerade bin. Ich bin nämlich bei meinen Eltern, was auch einen bestimmten Grund hat, den ich euch wahrscheinlich noch im Laufe oder am Ende des Vlogs erzählen werde. Aber jetzt geht's erstmal mit ein paar Freunden mal wieder was essen. Ja, in der Gastro. Haben wir wieder offen. Und ja, da haben wir uns dann heute verabredet. Und dachte ich mir, warum nicht dazu einen Vlog produzieren, ne? Genau, alles klar. Ich warte jetzt, bis sie kommen. Und dann wird lecker gespeist. yeah, man, the world needs better laws. Maybe then we'll be better off. I'm hoping that it comes, but it never does. I just wanna be the man my dad never was. Hear my music, it's all soul. Just got new grills and they all gold. So I got that beef with the po-po. They don't like my style, no, no, no. I don't really give a damn, I keep steering. Switch gears and the fans just keep cheering. No interceptions, no interference. I'm on an A-team, no Ed Sheeran. I'm headed for the stage, now they clearing. All the bad women in the building, man. There's bad women in the building. Let's get it started. This one's on me, let's go downtown tonight. One shot, two shots, I don't really know if I'm counting right. We drink it down, so we can live it up. Why? Cause you never know what tomorrow brings in this crazy life. Hey, this life, this life. Nächster Tag ist angebrochen. Morgens 8:30 Uhr. Ich mache einen Spaziergang mit dem Hund und kann euch ja dabei mal erzählen, warum ich hier bin und Acht auf den Hund gebe. Ja. Heute Morgen hat sie irgendwie nicht so Bock zu laufen. Ihr habt es ja vorher im Schnittbild gesehen, sie war ziemlich weit hinter mir. Ja, hat aber wahrscheinlich auch mit dem Grund zu tun, warum ich hier bin. Ja, meine Eltern waren vor einer Weile im Urlaub und als sie wieder kamen, ja, wurde festgestellt, dass Maya leider einen Bandscheibenvorfall hatte. Und dann waren sie auch beim Arzt und gab Strahlentherapie, bla. Ja, und dann haben sie jetzt halt gesagt, gut, wir nehmen sie jetzt zu dem anderen Urlaub nicht mit. Aus dem einfachen Grund, ja, weil die ja da 6 Stunden Auto fahren, das ist ein bisschen zu anstrengend dann für sie, auch wegen der Bandscheibe, bla. Und ich habe dann gesagt, jo, ich habe da 2 Wochen Urlaub, ich könnte aufpassen. Sie gesagt, ah, das passt doch perfekt. Ja, und genau deswegen bin ich jetzt bei meinen Eltern. Genau, dass sie nicht zu mir muss, also die Maya. Und genau, ich schlafe dann einfach bei meinen Eltern und verbringe da meine Zeit in meinem Urlaub. So, Madame hat aufgeholt. Haben wir noch Bock oder bin ich so gar nicht gewohnt von ihr? Absolut nicht. Down the way I'm killing it and anybody talking shit acting like they innocent. Well, I just want to be the one to let you know a sentiment. I'm kissing on your girl and a lip gloss cinnamon. I love it. You set the bar, I'm above it. Backing down, I never does it. Plus I'm buzzing. You got one. Jetzt, was wieder eben geht, läuft's wieder vor. So, Moment, da kommt ein Hund. Maja, bleib mal da. Bleib mal da, bleib mal da. Ja, auf jeden Fall eben. Jetzt läuft's wieder voraus. Ja, war wahrscheinlich so diese leichte Steigung. Ja, ich sehe aus, als hätte ich einen Marathon gelaufen. Naja. Aber es geht eigentlich gerade, muss ich sagen. Mir ist ein bisschen warm und so, deswegen schwitze ich, aber sonst alle Dude. Ja, wir laufen jetzt hier noch ein Stückchen, dann beende ich die Runde und dann geht's wieder ab nach Hause. Auch für dich, meine Liebe. Ne? It'll be all good, just fly with me tonight. This one's on me, let's go downtown tonight. One shot, two shots, I don't really know if I'm counting right. We drink it down, so we can live it. Moin, ihr seht den Hintergrund, die Umgebung. Ich bin gerade kurz zu mir nach Hause gefahren, denn hier lag noch mein Laptop rum. Und das war nicht der einzige Grund. Jemand hier hat das Auto gebraucht, weil ein Termin anstand. Und dann habe ich gesagt, ja klar, ich komme kurz vorbei. Dauert ja nicht lange, 1, 2 Stunden. Alles gut. So, Vlog wird aber trotzdem 3. bis 4. als Datum bekommen, weil hier, ich habe ja nichts gefilmt heute. So, das ist ja nur die Abmod in dem Sinne. Genau.
Maya ist gerade zu Hause. Der geht soweit gut. Ja, sie macht, wenn ich mit ihr spazieren gehe, manchmal noch so ein bisschen Macken, dass sie keinen Bock hat zu laufen, aber ja, sie muss halt. Ne? Dann geht's auch irgendwann nach einer Weile wieder, dann läuft sie und alles ist gut. Oh, sonst alles super mit dir. Ja, beide haben Spaß miteinander. Gut, ich schneide gerade den Vlog, werde jetzt das hier noch da reinpacken und ja, dann seht ihr mal wieder einen Vlog oder habt ihn jetzt gesehen, weil es ist kompliziert, ihr kennt es ja. Naja, ich verabschiede mich, sag wie immer, wenn es gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Alles Alex ist immer noch da, immer noch mit seiner Vlog-Kamera. Also lass mir mal bitte ein Abo da oder verschwinde ganz einfach. Kusche links klicke oder kusche auch hier rechts klicke, dann kommst du zum nächsten Video oder auch nicht. Jetzt verschwind, gell? Also, gell?